Hallo, liebe Krimi-Freundinnen und liebe Krimi-Freunde. Mein Name ist Heike Kügler-Anger und unter dem Kürzel h.k.anger schreibe ich Krimis. Da ich seit gut 20 Jahren im Odenwald lebe, schreibe ich auch Odenwald-Krimis. Mein zweiter Odenwald-Krimi mit dem Titel Odenwald-Jagd ist gerade bei Gmeiner erschienen. Wer wissen möchte, wie und warum meine Protagonistin Charlie Knapp in den Odenwald kam und mit wem sie dort in einer Patchwork-Familie zusammenlebt, den verweise ich auf das Video zu Odenwald Blut, das ich vor kurzem gedreht habe und das ihr oder das sie hier auch bei Gmeiner finden. Worum geht es in Odenwaldjagd? Endlich Frühling. Alles grünt und blüht und Charlie stellt fest, dass ihre Lieblingsjeans nicht mehr passt. Um etwas für ihre Fitness zu tun, verabredet sie sich mit ihrer Freundin Tina auf dem Parkplatz des Klosters Buddhas Weg in Siedelsbrunn. Sie machen sich auf zu einer Wanderung zu der idyllischen Kapellenruine St. Maria im Lichten Klingen, wo es auch ein verlassenes Forsthaus und eine Quelle gibt, der man heilende Wirkung nachsagt. Im Altarraum von Lichten Klingen stolpert Charlie prompt über eine Leiche. Eine junge Frau im weißen Kleid und mit weißen Blumen im Haar. Charlie informiert Kommissar Gunther Haase und sein Team vom K11 der regionalen Kriminalinspektion in Heppenheim. Charlie und die Kommissare machen sich an die Ermittlungsarbeit, wobei Charlie ganz klar die Nase vorn hat. Das Opfer, Nadja Künzel, ist die stellvertretende Leiterin des Forstamts Odenbrunn. Sie war gut aussehend, intelligent, äußerst kompetent, vor allem in der Betreuung von Jagdgästen, mit moderner Forstwirtschaft bestens betraut, aber bei den Kollegen und bei den Jagdpächtern nicht sonderlich beliebt. Sie hat nämlich keinen Hehl daraus gemacht, dass sie raus wollte aus der Provinz, aus dem Odenwald und hinein in die Hauptstadt, am besten in die ganz große Politik. Musste sie deswegen sterben? Ins Visier der Ermittlungen gerät unter anderem Erich Brehm, genannt Hesle. Das ist ein Jäger, der es mit den Gesetzen nicht immer ganz so genau nimmt. Und der mit einem Nicker, das ist ein spezielles Jagdmesser, sehr geschickt umgehen kann. Der Toten wurden die Halsschlagadern durchtrennt. Charlie ist auch in Sorge um ihre Freundin Tina, die mit ihrem Mann Peter eine Forellenzucht und einen Wohnmobilstellplatz betreibt. Auf dem Gelände treibt ein Stalker sein Unwesen. Die Ehe zwischen Tina und Peter leidet immer mehr unter dem Stress. Es kommt zu heftigem Streit. Und einer der heftigsten Streits landet dann plötzlich bei YouTube als Video. Um wenigstens für ein paar Tage zur Ruhe zu kommen, buchen Tina und Charlie einen Klosterretreat in Buddhas Weg in Siedelsbrunn. Aber der Mörder wartet schon auf sie und es stellt sich heraus, dass es ein gefährlicher Psychopath ist, der wahrscheinlich schon viel mehr Opfer auf dem Gewissen hat, als alle ahnten. Nun möchte ich Ihnen eine kurze Sequenz aus Odenwaldjagd vorlesen. 10 Minuten später stapften die beiden Frauen an der Minigolfanlage und an der Grillhütte vorbei, den Abhang hoch. Oberhalb des Spielplatzes kamen sie schnaufend zum Stehen. Himmel! Tina beugte sich vornüber, weil Seitenstechen sie zwickte. Seit wann sind die Berge im Odenwald so hoch? Wir sind noch nicht oben, sagte Charlie schnaufend und warf einen Blick auf den rot-weiß lackierten Turm des Senders, der sich auf dem Bergrücken des knapp 600 Meter hohen Hartbergs gegen den blauen Frühlingshimmel abzeichnete. Wo ist eigentlich der Hund? Wunderte sich Tina. Normalerweise war Rauher Dacke Willi bei Ausflügen stets an Charlies Seite. Der liegt wahrscheinlich auf Emilys Bett und schläft den Schlaf der Gerechten, erwiderte Charlie. Wird mir auch gefallen, brummte Tina. Charlie beäugte die Weggabelung, die vor ihnen lag, und runzelte die Stirn. Um nach Lichten Klingen zu kommen, können wir wie geplant den Wallfahrtsweg entlanglaufen. Der führt uns über die Stiefelhöhe als Rundwanderweg nach etwa 12 Kilometern wieder zum Parkplatz zurück. 12 Kilometer? Tina verdrehte die Augen. Oder wir nehmen die Abkürzung, die oberhalb von Siedelsbrunn an der ehemaligen Skipiste vorbei, parallel zum Eiterbachtal hinunterführt. Dann sind wir in einer guten halben Stunde an der Kapellenruine.
Hört sich viel besser an. Tina nickte zustimmend. Aber sag mal, warum willst du unbedingt nach Lichtenklingen? Warum drehen wir nicht einfach eine Runde um das Kloster und sehen uns den Skulpturengarten an? Ich habe Gerti versprochen, etwas von dem Lichtenklingener Brunnenwasser mitzubringen, gestand Charlie. Sie hat noch immer Schmerzen im Arm. Den hat sie sich doch im Herbst beim Apfelpflücken gebrochen. Der Legende nach soll das Wasser heilende Wirkung haben. Also gut, packen wir's. Tina atmete tief durch. Wo geht's lang? Charlie schaute auf ihr Handy, wo sie Google Maps aktiviert hatte. Hier über die Kuppe und dann schräg nach unten. Ich glaube, ich war seit unserem Schulausflug in der Grundschule nicht mehr hier, meinte Tina, als die Mauerreste der einstigen Kapelle Lichtenklingen vor ihnen auftauchten. Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir unten auf der Wiese am Parkplatz Bockwürstchen am Stock gegrillt haben, musste Charlie eingestehen. Und dass Benjamin mit der dicken Hornbrille hinterher in den Bach gekotzt hat, weil er zu viele Würstchen verdrückt hatte. Seitdem ist mir der Eiterbach noch weniger sympathisch. Tina schritt die flachen Stufen hinab, die zu der in Sandstein gefassten, mit einem Laufdruck versehenen Quelle führten. Wenn ich mich recht entsinne, hat der Name des Baches nichts mit Eiter im eigentlichen Sinn zu tun. Geht er nicht auf keltische Wurzeln zurück? Keine Ahnung. Charlie ließ den Rucksack von den Schultern gleiten. Sie beugte sich hinunter zum Wasserstrahl, der aus einem in einer Sandsteinsäule verankerten Hahn in den Trog plätscherte. Die von Moos und Flechten besetzte Säule zierte oben ein Pinienzapfen, unterhalb waren Blütenblätter und Rosetten in den Stein gemeißelt. Das Wasser schmeckte kalt und klar. Tina ließ ihren Blick über das sanft abfallende Tal gleiten, das im ersten Frühlingsgrün erstrahlte. Ein Bussard zog am wolkenlosen Himmel seine Runden. Alles wirkt so friedlich hier. Na, ich weiß nicht. Charlie holte die mitgebrachten leeren Plastikflaschen aus dem Rucksack hervor und füllte sie mit Quellwasser. Die leerstehende Försterei und die Kapellenruine haben schon eine eigene Stimmung. Hast du etwa Angst vor der geheimnisvollen weißen Frau, die hier nachts spuken soll? Neckte Tina sie. Charlie machte einen Satz zur Seite, weil eine Waldameise ihr über den Handrücken krabbelte. Die Wasserflasche, die sie in der Hand hielt, schwappte über und ein Teil des Wassers ergoss sich auf Charlies Hose. Mist, fluchte sie und starrte auf ihr feuchtes Hosenbein. Die Frau in Weiß, die lässt mich kalt, aber diese Viecher hier im Wald, die können ganz gemein stechen. Beißen, korrigierte Tina. Waldameisen beißen. Klugscheißerin, brummte Charlie und verstaute die Wasserflaschen im Rucksack. Wollen wir uns die Ruine anschauen? Schlug Tina vor. Wenn wir eh schon hier sind, erwiderte Charlie mit wenig Begeisterung in der Stimme. Sie folgte der Freundin, die hinter dem alten Forsthaus an der grau verputzten Hauswand in Richtung der Kapelle lief. Besucher hatten Kerzen, Windlichter, Engelsfiguren, hübsch geformte Steine und andere Devotionalien in der Fensternische des Altarraums hinterlassen. Der rechteckige Altarstein war mit frischen Birken und Haselgrün sowie Fichtenzapfen geschmückt. In einem großen Weckglas, das als Vase diente, befand sich ein Blumenarrangement aus weißen Tulpen, Ranunkeln und Schleierkraut. Eine große weiße Blockkerze thronte daneben, war aber in der milden Frühlingsbrise erloschen. Der Fuß des Altarsteins war in weißen Baumwollmusseln eingeschlagen, die Stoffenden waren zu einer Schleife geformt. Weiße Rosenblüten lagen wie große Schneeflocken um den Altarstein verstreut. Riechst du das auch? Wollte Charlie von ihrer Freundin wissen und hielt die Stupsnase in die Höhe. Tina schnupperte. Riecht für mich nach Weihrauch. Oder vielleicht nach Myrrhe und Sandelholz? So ein archaischer Geruch. Werden hier noch Gottesdienste abgehalten? Wunderte sich Charlie. Offiziell nicht, erwiderte Tina. Es gibt nur die Muttergotteswallfahrt im August, zu der Gläubige von Siedelsbrunn aus hierher pilgern. Bisschen früh dafür, meinte Charlie. Tina zuckte mit den Schultern. Wahrscheinlich nutzen viele die Kapelle, um ein kurzes Gebet zu sprechen oder um Maria um einen Gefallen zu bitten. Bitte, bitte, auf der Stelle 10 Kilo weniger auf der Waage. Das konnte sich Charlie nicht verkneifen. Um solch profane Wünsche kümmert sich Maria nicht, behauptete Tina. Charlie ließ nochmals den Blick über den Altarraum schweifen. Obwohl die Blumen,
das viele Schnittgrün, die Kerze und die Fähnchen eine friedliche Stimmung hätten erzeugen sollen, war ihr doch unwohl. Im Wald krächzte ein Kolkrabe. Charlie zuckte zusammen. Kündigte der Vogel weitere Besucher oder Wanderer an? Oder war es eine Warnung? Charlie rückte den mit den schweren Flaschen gefüllten Rucksack in eine bequemere Position und rieb sich die Unterarme, die mit Gänsehaut überzogen waren. Komm, lass uns gehen, bat sie. Die beiden Freundinnen schritten am Altarstein vorbei und traten durch die Maueröffnung. Zuerst erblickten sie nur ein paar nackte Füße mit blutrot lackierten Zehennägeln, die hinter dem Mauerrest hervorlugten. Dann sahen sie die ganze Frau, die lang ausgestreckt in der ehemaligen Sakristei lag. »Hallo«, sagte Charlie leise und kam sich sofort ziemlich dämlich vor. Die Frau blieb stumm. Sie trug ein weißes, hoch aufgeschlossenes und bis zum Hals reichendes Kleid, dessen Ärmel und Saum mit feiner Spitze besetzt waren. Die Hände mit den langen, grazilen Fingern hielt sie wie zum Gebet gefaltet. Auf ihrer Brust lag eine weiße Rose. Das dunkelbraune, schulterlange Haar war mit einer Blütenkrone aus weißen Kamelien geschmückt. Die Lippen der Frau trugen die gleiche Farbe wie ihre Zehen und Fingernägel. »Lieber Gott«, presste Charlie zwischen bebenden Lippen hervor. »Ist sie tot?«, flüsterte Tina. Charlie legte den Rucksack ab, ging in die Hocke und führte die Spitzen von Zeige und Mittelfinger an die Halsschlagader. Die Haut fühlte sich trocken und kalt an. »Kein Puls mehr«, murmelte sie. An der Kragenspitze bemerkte sie leichte rötliche Verfärbungen. In Charlies Fingern juckte es, den Kragen nach unten zu schieben und nach der Ursache zu suchen. Doch sie wusste, dass sie auf diese Weise wertvolle Spuren zerstören würde. Langsam kam Charlie wieder auf die Beine. Dabei berührte ihr linker Fuß unabsichtlich den Kopf der Toten. Einer der beiden weißen, glatt polierten Kieselsteine, die auf den Augen der Toten lagen, rollte zur Seite und gab den Blick frei auf eine leere Augenhöhle, die sich anklagend zum Himmel richtete. Charlie unterdrückte die aufsteigende Übelkeit, wandte sich von der Toten ab und griff nach dem Handy. Gunther Hase meldete sich beim dritten Klingelton. »Tina und ich, wir sind hier in Lichtenklingen gerade über eine weibliche Leiche gestolpert«, informierte Charlie den Hauptkommissar. »Das ist jetzt nicht wahr, Bobbelsche.« Gunther Hase wischte sich mit dem Hemdärmel den Schweiß von der Stirn. Vor Charlies Anruf hatte er den 27. Holzflock in Folge in die steinharte Odenwälder Erde gerammt. »Ich befürchte doch«, sagte Charlie. »Am besten, du bringst gleich das ganz große Besteck mit.« »Hallali, die Jagd nach dem Odenwaldmörder ist eröffnet. Ich wünsche Ihnen, liebe Krimi-Freundinnen und liebe Krimi-Freunde, viel Spaß beim Lesen von Odenwaldjagd.«